Bei Fribourg, bei Fribourg, auf dem Boden unter Dach. Bei Fribourg, bei Fribourg. Guten Tag. Pastel malen schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Guten Tag. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Boah! Mein Erinnerungseck ist echt fribotastisch toll geworden. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genug Platz für alle meine Erinnerungen und ein Schlafplatz für Piep, wenn er zu Besuch kommt. Juhu! Yippie! Oh, ist das toll geworden. Ach ja. Ich frag mich eigentlich nur, wo Dominik bleibt. Der wollte schon vor einer Stunde wieder zurück sein. Und bald wird es auch noch dunkel. Ach, ich mach mir schon wirklich Sorgen. Er wollte doch nur kurz zu dem Mann, für den er die neue Schrankwand baut. Oh. 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 Hallo? Hallo? Wer ist da? Fribo? Ach, Fribo, gut, dich zu hören. Dominik! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo steckst du denn? Ja, du, das weiß ich selbst nicht so genau. Ich bin hier irgendwo im Wald. Mehr kann ich auch nicht sagen. Du weißt es nicht. Du musst doch wissen, wo du bist. Ich bin irgendwo im Wald. Mehr kann ich nicht sagen. Was ist denn passiert? Ja, du, ich habe mir gedacht, dass ich zu Fuß nach Hause gehe, statt mit dem Bus zu fahren, weil das Wetter so schön ist. Ich habe mir das auf der Karte angeschaut und da muss ich nur durch diesen kleinen Wald durch und dann bin ich auf der Straße, die zu uns nach Hause führt, weißt du? Der Wald bei uns in der Nähe, der ist aber nicht klein. Naja, also ich dachte halt, in einer Stunde schaffe ich das locker, da durchzugehen. Aber jetzt laufe ich schon seit Ewigkeiten hier irgendwo durch die Gegend und ich finde den Weg nicht und ich glaube, ich habe mich echt verlaufen hier. Keine Panik. Ich denke, ich kann dir helfen. In dem Wald war ich ja schon ganz oft, um frisches Holz zu knabbern. Was siehst du denn? Was ich sehe, Fribo? Ich sehe Bäume. Ich bin im Wald. Aha, ein bisschen genauer bitte. Okay, genauer. Was haben wir denn hier? Okay. Das meiste sind hier junge Eichen. Okay, das ist gut. Ja? Eine Eiche, oben ein Loch, eins, das ein Specht reinhackt. Ein Loch? Oh, ja, da ist eins, da oben. Sehr gut, sehr gut. Dann weiß ich, wo du bist. Es ist gar nicht mehr so weit. Also mach jetzt genau das, was ich dir sage. Geh zu dem umgekippten Baum und den kleinen Hang hoch. Okay, hab ich. Der umgekippte Baum. Den Hang hoch, ja? Genau. Jetzt okay. Immer geradeaus. Geradeaus und geradeaus. Hier müsste ein kleiner Bach kommen. Hörst du den? Ein Bach? Warte mal. Ja, ich höre es plätschern. Da hinten. Da muss das sein. So, jetzt musst du nur noch weiter in Flussrichtung laufen. Und du musst irgendwann noch mal auf die andere Seite von dem Bach. Auf die andere Seite? Der Bach ist aber nicht so schmal, so klein, dass ich da drüber springen könnte. Der ist ein bisschen groß. Ja, ja, keine Angst. Da kommt bald ein zweiter umgekippter Baum. Der liegt direkt über dem Fluss. Man kann prima drüber laufen. Okay. Ja, da hinten, ich sehe es. Wunderbar, super. Du hast gleich geschafft. Noch darüber. Ein Stück geradeaus. Dann siehst du durch die Bäume schon die Straße, die zu uns führt. Okay. Ach, geschafft. Super, Fribo. Super, jetzt weiß ich schon, wo ich bin. Da ist die Straße. Danke, du hast mir echt riesig groß geholfen. Ich bin da gleich zu Hause. Boah, jetzt habe ich Hunger. Ich bereite was vor. Bis gleich. Bis dann. Boah, war das aufregend. Boah, ein paar Minuten muss Herr Dominik noch laufen. Aber wenigstens weiß ich, dass es ihm gut geht. Oh, bin ich froh. Ich habe auch noch was für ihn. Irgendwo habe ich noch eine Packung Kekse. So, hier ist die Packung. Moment, wir brauchen nur noch mehr. Das reicht noch nicht. Oh, ist noch eine Banane. Ah, ich hab noch was. So, ich glaube, das ist schon ganz gut so. Hm? Ach, bis Dominik hier ist, schau ich mal bei Wilma vorbei. Doch schon mal sehr passend aus. Sehr gut. Hallo! Fragst du dich, was das ist? Ja. Ich sag's dir kurz. Das ist was ganz Spannendes.
Also eigentlich ist das ja auf eine lustige, naja, nicht so lustige Art und Weise entstanden. Also, kurze Rede, langer Sinn. Meine Oma, Omachen Mariechen, die hat angerufen und war völlig aufgelöst. Die Arme, sie weiß nicht mehr, wo sie ihre Handschuhe hingelegt hat. Und sie hat doch immer so kalte Finger und ob ich nicht wüsste, wo ihre Handschuhe sind. Hab ich gesagt, Omachen Mariechen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo deine Handschuhe sind. Aber ich habe da eine Idee. Ja, ich bastel dir einfach was, womit deine Finger ganz schnell ganz warm werden. Ich hatte nämlich gleich eine Idee. Also Sonne plus Alufolie über dem Finger. Ja, das kann ja nur Wärme ergeben, oder? Wollt ihr mitmachen? Dann bastelt doch mit mir zusammen einfach Solarhandschuhe. Und du hast nie wieder kalte Finger. Also, das geht ganz einfach. Du brauchst dafür nämlich, Achtung, einen wasserfesten Stift. Dann brauchst du dafür einen Zirkel. Hast du keinen Zirkel, dann nimmst du einfach zum Beispiel so einen Deckel als Schablone. Und dann brauchst du auch noch eine Schere. Du brauchst etwas Tonpapier, ein bisschen Alufolie und ganz zum Schluss dann auch noch Klebestreifen. Und dann kann es schon losgehen, geht nämlich ganz flotti karotti. Du machst mit einem Zirkel bereitest du dir erstmal deine Schablone vor auf dem Tonpapier. Schwupps, dazu machst du einen großen Kreis und einen kleineren Kreis. So, little dumm, rundherum, zack, so. Und dafür brauchtest du den Zirkel und dann musst du an der Linie entlang das ausschneiden, damit deine Schablone fertig ist. Dum di dum di dum di dum. Immer wieder im Kreis herum. Bis du auf der anderen Seite wieder angekommen bist. Ja. Und dann brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, wie du da diesen Kreis jetzt ausgeschnitten bekommst. Gibt da einen Trick und den brauchen wir nämlich sowieso. Und zwar musst du das einmal einschneiden, damit du das nachher zu so einem kleinen Hütchen zusammendrehen kannst. Also, wieder ausschneiden. Einmal ringsherum. Und diese Schablone, die kannst du dann benutzen, um dir 10 solcher Ringe auf die Alufolie zu malen. Und zwar mit dem wasserfesten Stift. So. Da musst du dann jetzt gut aufpassen. Und dann geht's los. Pass schön auf, dass du dir nicht auf die Finger malst. Weil das ja ein wasserfester Stift sein muss. Geht auch ein wasserfester Folienstift. Hauptsächlich er löst sich nicht. So, und dann innen drin auf den Kreis. Wups. Und dann zeichnest du dir am besten noch einen Strich ein. Und dann kannst du schon losschneiden. Oha. Alufolie, die knuspert und knistert immer so lustig. Da kann man ganz tolle Musik machen. Ich hatte doch mal so Musiktrommeln gebastelt. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Die waren auch lustig, wenn man die mit Alufolie bastelt. Die hören sich toll an. So. Das gleiche schneidest du jetzt genauso aus, auch wieder rundherum. Schön an der Linie entlang. So. Hoho. Und bei der Alufolie muss man immer ein bisschen aufpassen. Die reißt leichter als Tonpapier, also muss man ganz vorsichtig schneiden. Am besten du holst dir Alufolie, die so ein bisschen reißfester ist. Also es geht natürlich auch mit normaler, aber leichter ist es, wenn sie ein bisschen reißfest ist. Und dann ist natürlich auch toll, wenn die Schere gerne schneidet und nicht lieber sinkt oder so. Dann ist es auch in Ordnung. So, schwupps, ein kleiner Schnitt. Und da sind wir schon am inneren Kreis. Wie bei der Rolli geht's hier einmal im Kreis. Und gleich ist das Ziel erreicht.
Ach, ich kann es kaum erwarten, was Omachen Mariechen zu ihren neuen Handschuhen sagen wird. Die wird super überrascht sein und ich bin sicher, dass sie nichts lieber mehr anziehen möchte als Wilmas Solarhandschuhe. So, jetzt hast du so einen tollen Ring. Super. Jetzt musst du das ineinander sozusagen verdrehen. Das heißt, du guckst jetzt, wie groß dein, wie groß, wie dick oder wie dünn dein Finger ist, sodass es nicht am Finger herunterrutscht. Und dann muss es festgeklebt werden. Und dazu nimmst du einen Klebestreifen und verklebst das eine Ende. Muss nicht so lang sein, der Tesastreifen. Reicht auch ein ganz kurzes nur. Zack. Und dann kannst du nämlich wunderbar die andere Hälfte für den inneren Teil benutzen. Dann ist der nämlich auch fest. Wenn du das hier drin auch nochmal festklebst, dann kann da gar nichts mehr schief gehen. So. Zack. Und schon ist der nächste Solar. Egal, fertig. Das ist toll. Die Sonne kommt dann da reingeschienen und dann wird es hier ganz warm und dann hat man keine eisigen Fingerspitzen mehr. Ich bin so aufgeregt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie freudig meine Oma sein wird. So, und jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 schon. Wie viel fehlen mir denn da nur noch bis 10? Ja, natürlich. Nur noch 4. Da wollen wir doch mal gucken, wie gut die schon passen, die wir schon da haben. Ach, ist das aufregend. Oh ja, es wird schon wärmer. Ich kann es schon spüren. Also ich mache jetzt mal schnell weiter. Schließlich wartet die Oma auf warme Finger. Da wollen wir sie nicht warten lassen, nicht wahr? Also, ihr wollt es auch ausprobieren? Kein Problem. Ihr wisst ja, wo ihr alles findet, auf unserer Homepage. Und dann schickt mir bitte Fotos. Zeigt mal, wie eure Solarhandschuhe geworden sind. Und schreibt mir mal, ob ihr warme Finger bekommen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So, Mäuerchen Mariechen. Oh, ich glaube, ich höre ihn. Oh. Da bist du ja! Bin ich froh, dass du wieder da bist! Und ich bin erst froh, Fribo, dass ich wieder zu Hause bin. Boah, zum Glück kanntest du den Weg aus dem Wald raus. Danke dir. Ja, ja. Ich habe dir auch gleich was vorbereitet. Guck mal, da sind die Kekse und dann habe ich hier noch eine Birne und eine Banane gefunden. Oh, das ist genau das, was ich brauchen kann. Danke, Fribo. Super. Oh, gerne, gerne. Oh. Ja, iss mal ruhig was. Du. Ja? Als ich da in dem Wald war und mich verirrt hatte, da musste ich die ganze Zeit an diese Geschichte von Mose und vor Israel denken, weißt du? Oh, haben die sich auch in der Wüste verlaufen, als sie endlich aus Ägypten raus durften? Nee, zum Glück nicht. Die hatten auch jemand, der sie geführt hatte, den Weg kannte. Mose? Nee, das war ihm anders, aber soll ich dir die Geschichte mal erzählen? Ja, ja, ja. Weil ich glaube, du hast dir heute wirklich eine super lange Geschichte verdient. Oh ja, eine lange, super spannende Geschichte. Juhu! Ich bin schon da. Ich komm schon rüber. So. Wunderbar, wunderbar. Also. Du hast dich ja ganz richtig erinnert. Ja. Dass es da um dieses Volk ging, das Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Genau. Ja? Das Volk Israel. Und das waren ganz, ganz viele Leute, die jetzt gehen durften endlich. Männer und Frauen, Junge und Alte, Kinder und dazu noch ganz viele Tiere. Das waren einfach 2 Millionen Menschen. Mal eine riesige Menge, so wie boah, hier. So viele? Wahnsinn! Noch mehr, ne? Also das waren ungefähr so viele Leute, wie in Hamburg leben. Boah, und wo sollen jetzt alle hin? Tja, Gott hat dem Volk schon lang versprochen gehabt, dass sie in ein Land ziehen sollen, das ihm gehören soll. Aber das war ganz schön weit weg. Da musste man ziemlich weit laufen, auch von Ägypten aus. Und das ging auch durch die Wüste dahin. Und das Volk Israel wusste gar nicht genau, wie sie da hinkommen sollen. Ach, so wie du, als du dich im Wald verlaufen hast. Ganz genau, deshalb musste ich auch an die Geschichte denken. Hm, als du den Weg nicht wusstest, hast du mich angerufen und ich konnte dir helfen, denn ich kannte ja den Weg. Aber wer kann dem Volk Israel helfen? Und wen können sie anrufen? Na, überleg mal, Fribo. Wen könnten sie wohl fragen? Ah, Gott natürlich. Genau. Er hat sie ja befreit. Er hat ihnen ein neues Land versprochen.
Und dann weiß er natürlich auch den Weg dahin. Ja, aber wie? Ein Handy gab's doch noch nicht. Ja, aber Gott hat viel bessere Wege als das. Was denn? Weißt du, was er gemacht hat? Nee. Er hat dem vor Israel den Weg gezeigt, indem er ihnen eine große Wolkensäule gezeigt hat. Die ist vor ihnen hergezogen am Tag. Immer weiter und sie mussten nur hinterherlaufen. Und das war der richtige Weg. Na, das war ja einfach. Und wenn es Nacht wurde, ja? Dann wurde es ja dunkel, man konnte die Wolken nicht gut sehen. Dann hat Gott einfach eine Feuersäule erscheinen lassen. Guck mal hier. Die dann statt der Wolkensäule da war. Und die hat Licht gespendet und auch Wärme und den Weg gezeigt. Toll, wow. Oder? Wow! Wow! Mhm. Und so konnte das Volk Israel den richtigen Weg finden und die richtige Richtung loslaufen zu dem Land, was Gott ihnen zeigen wollte. Und dann sind die Israeliten dann in dem Land angekommen, das Gott ihnen versprochen hat, ne? Ja, das hat noch ein bisschen länger gedauert. Ja? Und auf dem Weg dann haben sie viele, viele Abenteuer mit Gott erlebt. Oh, viele Abenteuer? Mhm. Oh, das hört sich spannend an. Kannst du bitte, bitte noch ein bisschen weiter erzählen, weil ich doch heute ein guter Helfer war. Bitte, bitte, bitte. Na klar, ich habe doch vorhin gesagt, dass du dir heute eine extra lange Geschichte verdient hast. Oh, schön, juhu! Okay, also es geht weiter. Pass auf. Ja, ja. Während das Volk Israel mit der Wolkensäule, der Feuersäule losgezogen ist, ja, so ja. Richtung dem Land, wo sie hin wollten, hat sich der Pharao in Ägypten gedacht, der König dort, ne, was mache ich denn jetzt? Ohne die ganzen Sklaven, die ich jetzt die ganze Zeit hatte, wer baut denn jetzt meine Sachen? Wer macht denn die ganze Arbeit, die schwere? Oh, ja? Hinter weg. Wie geht denn das jetzt weiter? Und hat sich überlegt, das war eine doofe Idee, die weggehen zu lassen. Also werde ich die zurückholen. Ich habe ja starke Soldaten und gute Waffen und schnelle Pferde und Wagen. Die schicke ich den Israeliten hinterher, dass sie die einholen sollen, wieder einfangen sollen. Und die können sich ja nicht gut wehren. Die nehmen sie dann wieder gefangen und zwingen sie wieder zurückzukommen. Oh, jetzt müssen sie aber ganz schön beeilen. Ja, das müssten sie, aber das konnten sie gar nicht. Das waren noch so viele Leute und da waren ja auch ganz alte Leute dabei, die nicht mehr gut laufen konnten. Und ganz kleine Kinder, die nicht gut laufen konnten. Und die ganzen Tiere, so eine riesige Menge, die kriegt man nicht schnell von A nach B. Das dauert ziemlich lange, bis die weiterkommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mhm. Das war ziemlich kritisch. Ich zeig dir das mal alles, wie das war. Ich baue dir das mal auf hier so ein bisschen. Okay? Ja. Es war nämlich so. Oh, war das spannend. Das Volk Israel war also unterwegs und musste sich sputen, damit die Ägypter es nicht einholen. Aber dann kam vor ihnen plötzlich Wasser. Da war plötzlich ein Meer da. Das Schilfmeer. Das war also auf der einen Seite. Und dann war das Volk Israel auf dem Weg hier in Richtung Schilfmeer, ne, weil die Wolkensäule sie in die Richtung geführt hat. Und die ganzen Leute waren auf dem Weg. Und dann plötzlich haben die Israeliten hinter sich eine riesige Staubwolke entdeckt, die immer größer wurde und immer näher kam. Das waren die Ägypter auf ihren schnellen Pferden und mit ihren Streitwagen, die sie einholen wollten. Oh nein, jetzt sitzen sie in der Falle! Sie sitzen in der Falle! Das haben sie gedacht. Gott hat einen falschen Weg geführt. Nee, hat er nicht. Nee? Die Leute haben schon gerufen, oh nein, die Ägypter kommen, wir müssen hier weg, schneller, schneller, oh nein, die kriegen uns. Ja, ja, genau. Aber Gott hat sie nicht in die falsche Richtung geführt. Er hat nämlich einen Plan gehabt. Ja, was Gott denn? Hilft uns nämlich, aber manchmal auf eine Art und Weise, die wir nicht kapieren am Anfang, die wir nicht so gut verstehen können. Wir denken, dass es eigentlich anders gehen müsste, aber er macht es trotzdem, er macht es richtig. Und was ist passiert? Pass auf. Erstmal ist die Wolkensäule hinter das Volk Israel gegangen. Sodass die Ägypter da mitten reingeritten sind in die Wolken und das wie so einen dichten Nebel waren und gar nicht mehr genau wussten, wo sie hinreiten müssen, wo das Volk Israel ist, das hat sie aufgehalten. Wie gut! Und das Volk Israel ist bis zum Meeresrand gekommen und da hat Gott zu Mose gesagt, Mose, nimm deinen Stab und halte ihn über das Wasser. Und dann? Das hat und dann? Mose gemacht und dann ist ein riesiger Wind aufgekommen und plötzlich hat sich die Wassermassen geteilt. Boah, das ist ja unglaublich! Ja, auf einmal war ein Weg durchs Meer durch, da. Die Wassermassen haben an den Seiten hochgestanden wie Mauern. Und das Volk Israel konnte mitten durchziehen, auf trockenem Boden, durch das Meer. Wie viele Wunder Gott tut für das Volk Israel. Wahnsinn! Das ist toll, oder? Boah! Aber es geht noch weiter. Noch weiter? Pass auf, das Volk Israel ist also durch das Meer durchgezogen und ist drüben angekommen, ganz trocken, war dann da, am anderen Ufer wieder. Und dann hat Gott die Wolkensäule wieder weggenommen und ist wieder vor dem Volk Israel hergezogen. Und die Ägypter konnten sehen, wie das Volk durch das Meer gezogen ist und haben sich gesagt, ha, die holen wir einmal unsere schnellen Pferden. Oh nein, oh nein. Und sind in die Richtung losgeprescht, auch durch das Meer durch. Aber Gott hat sie langsam gemacht, dass sie nicht so schnell vorankamen. Und als die alle im Wasser waren, also nicht im Wasser, sondern im Meer waren und die Israeliten alle draußen waren, ist das Wasser zurückgekommen. Und die Ägypter wurden überflutet und das Volk Israel war sicher vor ihnen. Yippie! Trocken an der Ufer und wussten genau, jetzt haben wir es geschafft. Die Ägypter konnten es nicht mehr einholen. Wir sind endlich in Sicherheit. Bin ich froh. Ich bin ja so erleichtert. Ich könnte singen und tanzen vor Freude. Juhu, yippie, yippie. Das ging ja vor Israel genauso. Das glaube ich. Die waren auch richtig glücklich.
Und Mose hat angefangen, ein Loblied für Gott zu singen. Und seine Schwester, die Miriam, hat sich eine Pauke genommen und dazu Musik gemacht und getanzt. Und die anderen Frauen aus dem Volk Israel haben mitgemacht und auch getanzt. Und die Männer und die Kinder und alle haben mitgesungen und Gott gelobt und gepriesen dafür, dass er so gut zu ihnen ist. Boah, da bekomme ich richtig Lust mitzumachen. Können wir nicht mal bei Andrea und Ralf vorbeischauen, ob sie ein Lied für uns haben? Na klar, die haben bestimmt ein Lied für uns. Hallo, na, Lust auf Singen? Wir haben jedenfalls Spaß daran, mit euch wieder ein neues Lied zu lernen. Das war für die Israeliten eine spannende Zeit, als sie aus Ägypten auszogen und dann viele Jahre durch die Wüste gewandert sind. In dieser Zeit haben sie viel erlebt und manchmal hatten sie das Gefühl, dass sie alleine sind und haben ganz vergessen, dass es jemanden gibt, der immer da ist. Immer da? Gibt es das? Doch, das gibt es. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ihr seht hier den Vivian, den Ralf und mich. Aber ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Es gibt noch viel mehr Leute hier. Zum Beispiel hinter der Kamera ist auch noch jemand. Und dann gibt es noch andere, die dafür sorgen, dass ihr uns heute sehen und hören könnt. Und das ist mit Gott ganz genauso. Gott ist immer da, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Und davon handelt jetzt unser nächstes Lied. Genau, und zwar heißt das Lied Über, Unter, Neben mir. Das Lied hat zwei Teile. Wir singen euch mal den ersten Teil vor und Andrea zeigt euch dazu wieder ein paar Bewegungen, die euch helfen können, den Text besser zu behalten. Und Vivian macht wieder einen schönen Rhythmus dazu. Wir singen den ersten Teil gleich zweimal durch, dann könnt ihr ihn auch besser behalten. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht hören, du bist bei mir. Lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht hören, du bist bei mir. Lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Okay, super. Ich glaube, das klappt schon ganz gut. Jetzt üben wir noch den zweiten Teil. Wir singen den auch zweimal durch, dann sitzt das gleich besser. Jesus, du bist über, unter, neben mir und um mich herum. Deine Liebe umgibt mich, du bist da und verstehst mich. Über, unter, neben mir und um mich herum. Du bist jetzt und für immer bei mir. So, jetzt habt ihr das Lied schon kennengelernt. Wir singen das Lied jetzt zweimal durch und ich glaube, dass ihr schon richtig kräftig mitsingen könnt. Vielleicht können euch sogar die Nachbarn hören. Ich mache ein kleines Vorspiel und dann geht es los. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht hören, du bist bei mir. Lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht hören, du bist bei mir. Lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Jesus, du bist über, unter, neben mir und um mich herum. Deine Liebe umgibt mich, du bist da und verstehst mich. Über, unter, neben mir und um mich herum. Du bist jetzt und für immer bei mir. Jesus, du bist über, unter, neben mir und um mich herum. Deine Liebe umgibt mich, du bist da und verstehst mich. Über, unter, neben mir und um mich herum. Du bist jetzt und für immer bei mir. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht hören, du bist bei mir. Lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Kann ich dich auch nicht sehen, du bist bei mir. Kann ich dich auch nicht fühlen.
kann ich dich auch nicht hören. Du bist bei mir, lass mich sehen, lass mich spüren, lass mich hören. Jesus, du bist über und neben mir und um mich herum. Deine Liebe umgibt mich, du bist da und verstehst mich. Über und neben mir und um mich herum. Du bist jetzt und für immer bei mir. Jesus, du bist über und neben mir und um mich herum. Deine Liebe umgibt mich, du bist da und verstehst mich. Über und neben mir und um mich herum. Du bist jetzt und für immer bei mir. Das war ein tolles Lied. Und wenn du dich das nächste Mal alleine fühlst oder vor irgendetwas Angst hast, dann sing das Lied. Egal wie alt du bist nie alleine. Gott ist immer da. Denk da immer dran. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Weißt du, Dominik, ich finde es stark, wie Gott sich um sein Volk kümmert. Immer wenn es Probleme gibt, spricht Mose mit Gott und der hat eine Lösung. Das finde ich auch echt richtig super. Auf sowas muss dann erstmal kommen. Eine Wolkensäule oder eine Feuersäule, die sie führt. Oder ein ganzes Meer teilt, damit sie durchlaufen können. Ach, du, sag mal, wir haben hier oben ja Kekse, aber was haben denn die Israeliten gegessen? Da gab es doch überhaupt keine Früchte und Kräuter und Pilze und Wurzeln, so wie bei uns im Wald. Das ist eine gute Frage, Ribo. Ja. Das gleiche Problem hatten die Israeliten nämlich auch. Die haben ja Vorräte mitgehabt für die Reise, aber die waren irgendwann alle. Oh. Und dann hatten sie nichts mehr, haben Hunger bekommen. Und dann? Dann sind sie zu Mose gegangen, haben sich beschwert. Mose, wir haben nichts mehr zu essen, was machen wir jetzt? Ja, und was hat Mose gemacht? Mose ist einfach mit dem Problem zu Gott gegangen und hat mit ihm darüber geredet. Und was hat Gott dann gemacht? Der hat was Tolles gemacht, der hat einfach Essen vom Himmel fallen lassen. Was? Ja. Wie toll ist das denn? Richtig, was gab's denn da? Naja, wenn die Israeliten morgens aus den Zelten kamen, lag der ganze Boden voller Manna. Manna, was ist denn das? Das wussten die Israeliten auch nicht. Aber in der Bibel steht, dass es sowas war, das schmeckte wie Honigbrot oder Honigkuchen. Oh, wie lecker! Und es war so viel da, dass jeder sich satt essen konnte. Und am nächsten Morgen war es wieder da. Oh, fribotastisch genial! Hat Gott immer eine Lösung, egal für welches Problem? Da bin ich mir ziemlich sicher, das glaube ich schon, ja. Aber ich glaube, nicht immer ist die Lösung so, wie wir es erwarten würden. Ne? Nee? Zum Beispiel, als ich vorhin im Wald mich verirrt hatte, ja? Da habe ich gehofft, dass Gott mir hilft, indem er mir einfach den Weg sofort zeigt oder ich direkt einfach nach dem nächsten Baum auf der Straße rauskomme, die ich kenne. Aber so war es ja nicht. Ja, zum Glück kenne ich mich ja im Wald aus. Mhm. Genau, stattdessen hat Gott mir nämlich gesagt, ruf mal den Fribo an, der kennt sich aus. Und dann konntest du mir den Weg zeigen. Ja, zum Glück kenne ich mich da aus. Ja, ja, Gott wusste, dass ich den Weg weiß. Deswegen hat er dir da auch diese Idee gegeben. Genau. Und ich bin richtig froh, jetzt wieder hier zu Hause zu sein. Und ich erst. Hui. Ich mag jetzt unbedingt den Bibelschatz von heute aufschreiben. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Komm. Ich hol Zettel und Stift. Ja, ja, ja. So, was soll ich aufschreiben, Fribo? Oh, ganz klar, ganz klar. Mhm. Gott kann, was keiner kann. Er hat für jedes Problem eine Lösung. Okay. Ja. Gott kann, was keiner kann. Genau, genau. Er hat für jedes Problem eine Lösung. Aber wirklich für jedes. Egal, jedes wie groß oder klein. Problem. Eine Lösung. Wirklich für jedes? Ja, für jedes. Genau, sehe ich auch so. Jedes kann man doch mal unterstreichen, was? Genau, für jedes Problem eine Lösung. Schau. Ja, ja. Gott kann, was keiner kann. Er hat für jedes Problem eine Lösung. Ja, super, genau. Super. Juhu. Ab damit in die Schatzkiste. Oh ja, oh ja. So. Unser nächster Bibelschatz. Genau. Super. So, und jetzt musst du mir aber unbedingt erzählen und ganz genau erzählen, wie du dich im Wald verlaufen hast. Das kann ich gar nicht verstehen, was passiert. Ja, pass auf, also eigentlich mich ziemlich gut aus, aber das war ja, so. Eben. Ich bin losgegangen, ne? Also von dem Haus, von dem Mann, wo ich ja diese Schrankwand baue. Und dann dachte ich mir halt, ich gehe halt mal eben durch den Wald. Ja, und dann bin ich da den Abhang runter nach der Straße und halt in den Wald rein zu den Bäumen. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Fribo!